Anfang der 70er Jahre verunfallten auf Schweizer Straßen 20.000 Personen tödlich oder schwer. Heute sind es noch 3.800. Das liegt zum Beispiel an besser beleuchteten und sichereren Straßen, aber auch das Auto selber sorgt mit seinen Fahrerassistenzsystemen für immer mehr Sicherheit. Das weiß zum Beispiel Nick Oertle. Er hat schon Erfahrungen mit Fahrerassistenzsystemen. Ich bin auf der Autobahn unterwegs gewesen, dreispurige Autobahn. Auf der ersten Spur vor mir hatte es ein langsam fahrendes Auto gehabt. Aus dem Grund habe ich einen Spurwechsel auf die zweite Spur initiiert, angefangen zu blinken, toten Winkel geschaut, keiner da, angefangen überzuziehen. Und in dem Moment zieht das Auto plötzlich wieder auf die erste Spur zurück, weil von der dritten Spur eine in die zweite Spur hineingewechselt hat. Das Auto schaut einfach permanent und hat aus dem Grund angefangen zu reagieren, was ich nicht gemacht hätte. Nur ein kurzer Augenblick der Unaufmerksamkeit reicht, um in einen Unfall verwickelt zu werden oder ihn sogar selber zu verursachen. Gerade auf der Autobahn ist die Unfallursache Nummer 1 Unaufmerksamkeit und Ablenkung. Und da spielt der Spurhalteassistent natürlich eine wichtige Rolle. Er kann solche Fehler vom Menschen helfen, auszumerzen. Knapp 140 Schwerverletzte gab es 2020 auf Schweizer Autobahnen. 7 davon gehen durchschnittlich auf das Konto eines Fahrstreifenwechsels. Die Unfallzahlen auf der Autobahn sind eigentlich rückläufig. Fahren auf der Autobahn ist sehr sicher. Wenn es aber mal zu einem Unfall kommt, dann sind die Folgen meistens schwerwiegender, weil die Geschwindigkeit höher ist als außerorts oder innerorts auf den solchen Strassen. Vor allem auch, weil die Verkehrsdichte relativ hoch ist meistens auf Autobahnen und dann folglich auch mehrere Autos involviert sind. In Nicks Fall hat der Assistent Schlimmeres verhindert. Er hat dem System vertraut, auch wenn es ein ungewohntes Gefühl sei. Ich so, jetzt spinnt's. Keine Ahnung, was es macht. Wieso zieht es über? Ich habe einen Spurwechsel initiiert auf die zweite Spur. Ich bin verwirrt gewesen, bis ich nachher das andere Auto gesehen habe. Also es ist schon ein komisches Gefühl, wenn das Auto plötzlich etwas macht, was man nicht erwartet. Der Nick hat eigentlich genau richtig reagiert. Er hat das Auto zurücklenken lassen. Es braucht halt ein bisschen Vertrauen in das System, damit man so handeln kann. Falsch wäre es, irgendwie etwas dagegen zu halten. Wie wichtig Fahrerassistenzsysteme sein können, hat Nick auch schon als Beifahrer erlebt. Es passierte auf der Autobahn auf der Reise von den Ferien nach Hause. Irgendwann haben wir die Sicherheitslinie passiert, aufgrund, dass mein Vater einen Sekundenschlaf hatte. Er ist dann gerade wieder verwacht und hat eingegriffen. Aber mit dem aktiven System wäre es gar nicht zu dieser Situation gekommen. Es hat schon vorher reagiert und eingegriffen. Der Spurhalteassistent orientiert sich an der Fahrbahnlinie und tut schon gegenlenken, wenn man nur in die Nähe kommt von dieser Linie, tut er schon eingreifen. Neueste Systeme orientieren sich sogar nur am Strassenrand orientieren. Die brauchen gar keine Fahrbahnlinie mehr. Nebst dem Spurhalteassistenten hätte ein neues Auto ab diesem Jahr per Gesetz auch einen Aufmerksamkeitsassistenten mit an Bord, das den Fahrer auf Pausen aufmerksam macht. Viele Leute haben aber das Gefühl, es reicht, wenn man die Scheiben runterlässt und laut Musik hört und die Müdigkeit zu überwinden. Aber das ist meistens nicht der Fall. Es braucht wirklich ein Pause, ein Schläfchen. Und Müdigkeit und Aufmerksamkeitsassistenten, die sagen einem eben, hey, mach eine Pause. Und wenn man es halt gesagt bekommt, ist das vielleicht noch ein bisschen, als Input von außen ist das ein bisschen wirksamer, als wenn man denkt, eigentlich sollte ich, aber immer nicht. Egal bei welchen Fahrerassistenten, es gilt, ausschalten sollte man sie nicht. Als Fahrerassistenzsystem kann ich auf jeden Fall auch nerven, das ist mir auch völlig bewusst. Und man tendiert dazu, sie auszuschalten. Es ist aber nicht sehr schlau, die auszuschalten, weil erstens mal, man kann sich an sie gewöhnen. Man kann falsche Lösungen verhindern, indem man den Fahrstil anpasst. Und auch wenn er nur einmal eingreift, der Assistent, und so ein Unfall verhindert kann werden, dann hat man eigentlich schon gewonnen. Wie in Nicks Fall. Seine Assistenten würde er nie ausschalten. Jeder Mensch denkt wahrscheinlich von sich, er sei fehlerfrei. Aber medizinische Notfälle, das ist etwas, das man nicht steuern kann. Überleg mal, was passiert, wenn du jetzt irgendein medizinisches Ereignis hast und selber nicht korrigieren kannst und du das vorher ausgeschaltet hast und das Auto nicht korrigiert für dich. Ist es jetzt mühsamer gewesen, zum zwei- oder dreimal aufs Auto zu hören wegen dem Assistenzsystem? Oder einmal einen fatalen Crash zu verursachen, weil das andere doch zu mühsam war.
Ob nun medizinischer Notfall oder Unaufmerksamkeit, Fahrerassistenten verhindern Unfälle und retten so Leben. Kurse, in denen man seine Fahrerassistenten testen kann, gibt es momentan noch nicht. Laut BFU sind sie aber in Planung.